Also beim Verdacht auf ein Lymphom generell wird ein peripherer Lymphknotenstatus erhoben, es wird eine genaue Anamnese erhoben, das heißt, wie es dem Patienten geht, welche Symptome hat er B-Symptomatik, und es wird dieser Lymphknoten sehr genau begutachtet, ist er verbacken, ist er schmerzhaft, wie groß ist er, und dann muss die Entscheidung gefällt werden, wird dieser Lymphknoten extirpiert und einer feingeweblichen Untersuchung zugeführt oder kann man noch ein paar Tage zuwarten? Im Prinzip ist es so, dass eine exakte Diagnose eines Lymphoms und damit auch des Mantelzell-Lymphoms nur getroffen werden kann durch eine Lymphknotenextirpation, Lymphknotenentnahme und deren feingewebliche Aufarbeitung unter dem Mikroskop mit einer Reihe von verschiedensten Antikörpern, die dazu führt, dass von diesen vielen verschiedenen Subtypen des malignen Lymphoms auch das Richtige identifiziert werden kann. Also es gibt auch sogenannte indolente Formen des Mantelzell-Lymphoms, das heißt, das macht eigentlich wenig oder gar keine Beschwerden. Der Lymphknoten ist minimal vergrößert, kaum tastbar. Auch zum Beispiel, wenn er jetzt intraabdominell im Bauchraum oder im Brustkorb wächst, dann sieht man ihn auch nicht, man spürt ihn auch nicht. Und der Lymphknoten wächst, das Mantelzell-Lymphom dehnt sich aus und man hat wenig Beschwerden. Umso wichtiger ist es, dass wenn wirklich ein Lymphknoten vorhanden ist, dass man den nicht ignoriert, sondern dass man den ernst nimmt und zu einem Arzt geht, und dieser Arzt muss den Lymphknoten dann wirklich begutachten und eben letztendlich die Entscheidung fällen, ob dieser Lymphknoten sofort entnommen werden muss oder ob man eine gewisse Frist zuwarten kann und dann die Entscheidung über die Lymphknotenextirpation trifft. Das ist insofern wichtig, weil natürlich ein Mantelzell-Lymphom im Frühstadium wahrscheinlich eine bessere Prognose hat, weil es ein geringeres Tumorvolumen hat als Mantelzell-Lymphome, die in einem Spätstadium diagnostiziert werden.